Hallo zusammen und willkommen bei Swiss Sim Racing Games Project Cars. Heute fahre ich wieder Limit, so wie ging eigentlich. Und zwar fahren wir bei unserer Karriere weiter. Da vielleicht zuerst noch zum Ergebnis. Wir sind letztes Mal GT3 Asia Pacific Trophy gefahren, die erste Runde anfang und sind auf dem zweiten Platz gelandet. Und jetzt fahren wir doch direkt weiter mit der zweiten Runde und fahren das erste Qualifying auf Dubai Autodrom. Wieder gegen einen 100er KI. Innen. Das ist jetzt nicht eine Strecke, die ich besonders viel fahre, darum muss ich jetzt da vielleicht am Anfang noch etwas herausfinden, wo die Ideallinie ist. Ich habe jetzt trotzdem auf das Training verzichtet. Tuning-Setup kann ich vielleicht auch noch schnell zeigen. Das ist eigentlich noch gleich wie letztes Mal. Wieder die 30 Liter Sprit, die wir mitnehmen. Und Bremskühlschächte, die ich noch etwas zugetan habe. Gut. Force-Feedback könnte ich da jetzt auch noch zeigen, aber da habe ich ja die Tweaker-Files installiert vom Jack Spade, weiß gar nicht mehr genau, wie er heisst. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, also wenn ich jetzt da etwas umstellen würde, würde es mir gar nicht nützen, weil das von diesen Files überschrieben wird. Vielleicht noch so ein bisschen als Zusatzinfo. Lassen wir da doch mal von uns noch ein bisschen rein. Wir starten das mal direkt auch mit warmen Reifen, merke ich jetzt gerade. Dafür, genau, warme Reifen. Die Bremsen sind natürlich immer noch kalt, aber letztes Mal sind wir sogar mit kalten Reifen gestartet im Qualifying. Wieso dass das jetzt nicht auf jeder Strecke gleich ist, weiß ich auch nicht. Ziemlich aufpassen. Wie ihr hier vielleicht seht, ich fahre wieder ohne Traktionskontrolle und mit ABS. Sonst habe ich eigentlich alle Fahrhilfen ausgeschaltet. We just need one perfect lap. Let's push hard from the get-go. Ja, da können wir ein bisschen spät ins Gas. Ja, da kann es natürlich schön in unseren Windschatten fahren. Thank you.
Ah, scheiße. Jetzt haben wir hier unsere runde Sonde so vergeigert. Ich lasse jetzt hier mal den hinter uns einen nach vorne. Da ist uns der sicher nicht im Weg. Nächste Runde. Hoffen wir zumindest. So, jetzt noch Konzentration für eine super Runde zu fahren. Das mal. Sehr spät bremsen, scheiße. Also ehrlich habe ich Driftrunde einmal gemacht, das müsst ihr eigentlich nicht nochmal wiederholen. Da habe ich ja die 100er KI mit dem Caterham geschlagen. Aber ich glaube, so in der GT3-Klasse haben wir da heute nicht wirklich Chance im Drift. Wir sind jetzt im Moment auf Platz 13. Mit der 1,58er Zeit. Jetzt sind natürlich da schon eine Sekunde hinten drin. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt hier in dieser Kurve, wo wir vorher so früh, so spät haben bremsen, die Sekunde noch rausholen können. Wenn wir ein bisschen Glück haben, können wir jetzt noch
die nächste Runde jetzt auch noch fertig fahren. Schade. Ja, die Rundenstrecke noch ungültig. Ich fahre jetzt die Runde gar nicht mehr fertig, gehe zurück in die Box. Ich glaube, wir haben jetzt genug gesehen vom Qualifying, sie sind jetzt halt leider nur auf Platz 15 gelandet. Auf Platz 1,57 er Zeit, also Sekunden schneller, geht ziemlich genau. Ich denke, da können wir dann auch während dem Rennen ein paar Plätze gut machen. Jetzt können wir vielleicht hier gleich noch ein bisschen. Wir fahren ja nur. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen später dran. Gut, da hat sich jetzt auch am Platz nichts verändert. Wir sind immer noch auf Platz 15. Ich werde dann im zweiten Qualifying noch ein bisschen Sprit rausnehmen, dass wir noch ein bisschen Gewicht können reduzieren können. Und weiss nicht, ob ich noch werde das Differential ein bisschen verstellen. Gut, ich würde sagen, das war auf jeden Fall für die Folge. Merci fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr irgendeinen Kommentar da lädt oder irgendeine Bemerkung, was auch immer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.